Hallo und willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir kümmern uns nach wie vor um die Bildklassifikation mit Hilfe von KI, sprich eines neuronalen Netzwerks, und zwar mit dem NN, das wir uns selber gebaut haben. Beim letzten Video haben wir uns den MNIST-Datensatz mal genauer angeguckt und ein paar Hilfsmethoden und Klassen geschrieben, die uns ja, behilflich dabei sein sollen, die Daten sauber zu verarbeiten. Und in diesem Video wollen wir dann tatsächlich die Verarbeitung von diesen Daten mal realisieren. Dabei werden wir ein paar Optimierungen durchführen müssen, aber das sehen wir dann, wenn wir uns an die Arbeit machen. Ja, die Zielgruppe wie immer 12. Klasse und alle KI-Interessierten. Beim letzten Video haben wir uns angesehen, wie wir jetzt Pixeldaten als Eingangswerte für ein neuronales Netz verarbeiten können. Und wir haben auch gesehen, dass wir jetzt eben mehrere Ausgangsneuronen brauchen, wenn wir eben verschiedene Informationen klassifizieren wollen. Ja, in dem Fall unsere 10 verschiedenen Ziffern, also 10 Ausgänge. Gut, diese Ausgangsneuronen liefern uns jetzt Informationen in Form einer Zahl. Also jedes Ausgangsneuron liefert mir eine Zahl am Ausgang. Und wenn wir jetzt hier diese Pixelgrafik mit der 4 durch unser neuronales Netz schicken, dann bekommen wir eben hier irgendwelche Zahlen. Und diese Zahlen sind, wenn wir in unserer Ausgangsschicht eine Sigmoid-Funktionen hinterlegt haben, immer zwischen 0 und 1. Und unsere Aufgabe ist jetzt, wir müssen gucken, was ist denn jetzt das Ergebnis, was unser neuronales Netz jetzt liefert. Das heißt, wir gucken uns sämtliche dieser Zahlen an und suchen den höchsten Wert. Und das wäre jetzt hier diese 0,873. Das bedeutet, wir würden jetzt eben die Ausgangsdaten so interpretieren, dass unser neuronales Netz jetzt das Ausgangsneuron mit der Nummer 4 mit dem höchsten Wert belegt, und wir würden dann sagen, aha, das heißt, unser neuronales Netz hat jetzt die 4 gelesen. Wenn jetzt das Neuron drüber, also die 3, mit dem höchsten Wert belegt werden würde, dann wäre es halt eine Fehlinterpretation. Und auch das wird vorkommen. Wir werden nicht immer hundertprozentig alles exakt erkennen. Aber das ist jetzt erstmal die Idee. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Funktionalität, die uns den höchsten Wert ermittelt. Und das kodieren wir jetzt. Das Ganze machen wir jetzt in einem Programm. Das werde ich gleich nochmal direkt live am Rechner vorprogrammieren. Aber diese Funktionalität wollte ich hier in dem Rahmen nochmal kurz erklären, weil wir sowas in allen neuronalen Netzen irgendwo brauchen. Also, wir brauchen eine eigene Methode für die Ergebnisermittlung, die habe ich jetzt mal getGuess genannt. Und was diese Methode bekommt, ist jetzt ein Labeled Image, also im Prinzip diese Hilfsklasse, die wir uns im letzten Video zusammengebaut haben. Und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen erstmal das Rücksetzen und dann die Forward Propagation. Also, wir setzen die Input Values, und in unserem neuronalen Netz ist es ja damit verbunden, dass wir die Daten, die Eingangsdaten, eben durch das Netz durchpropagieren, um dann die Werte an den Ausgangsneuronen abgreifen zu können. Und aus dem Labeled Image haben wir uns eine Methode ja rausges oder dieses Labeled Image, da haben wir eine Methode eingebaut, die heißt getNormedData, sodass wir die Farbwerte eben als Werte zwischen 0,0 und 1,0 wiederfinden. So, ja, dann geht's weiter. Wir haben hier eine Methode, die heißt getHighestOutputPoss. Das ist quasi genau das, worum es jetzt geht. Wir suchen einfach das Ausgangsneuron, das den höchsten Ausgabewert hat. So, die Methode finden wir hier. Wir initialisieren erstmal eine Variable POS mit dem Wert 0. Also wir gehen einfach davon aus, dass das nullte Ausgangsneuron unseren höchsten Wert hat. Und dann geben wir eine weitere Variable, die habe ich jetzt MaxVal, also der Höchstwert, erzeugt. Und dort schreibe ich jetzt von diesem Output oder Ausgangsneuron an der Position 0 einfach den A-Wert rein. Und ich sage, ich gehe mal davon aus, du bist der Größte. So. Dann iterieren wir durch alle Folgeneuronen. Also nicht von 0 bis kleiner Länge, sondern von 1 bis kleiner Länge, weil das 0 haben wir ja schon verarbeitet. Und dann
können wir jetzt sagen, okay, wenn im aktuellen Ausgangsneuron der Aktivierungswert größer als mein Maximalvalue ist, dann ist mein neues Maximalvalue eben dieser Wert und die Position, die ich suche für den Höchstwert, ist jetzt eben der aktuelle Wert. In dem Fall ist es ja i, weil das ist der Zählerwert. Und am Schluss müssen wir lediglich diese Position zurückgeben und das ist jetzt garantiert das Ausgangsneuron mit dem höchsten Aktivierungslevel. Gut, jetzt gehen wir einfach mal in den Code und programmieren uns mal eine kleine Klasse, wo wir eben genau diese Funktionalitäten einbauen und eben auch unser neuronales Netz, so wie wir es bis jetzt programmiert haben, ja, umsetzen. So, da wären wir im Code. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Zum einen natürlich die beiden Methoden, die wir gerade besprochen haben. GetGuess und GetHeighest Output Position. Dann habe ich ein paar Instanzvariablen schon realisiert. Einmal die Digits und die Digits Test. Das sind Listen, ArrayList oder Listen ist egal, von Labeled Images. Diese haben wir ja beim letzten Mal uns angeguckt. Das sind einfach die Wrapper-Klassen, wo ich die Daten aus dem MNIST-Datensatz pro Bild reinladen kann und zugleich auch das Label dann drin habe. Und das Ganze brauche ich zweimal. Einmal für die Trainingsdaten, das habe ich jetzt einfach Digits genannt, also die Ziffern und die Testziffern dann für den Test, für die Prüfung, ob das neuronale Netz überhaupt funktioniert, liegen hier drin. Dann haben wir die Inputs und die Outputs. Die Inputs brauchen wir 28 mal 28 mal, also entsprechend der Größe der Pixelanzahl unserer Eingangsbilder und die Outputs 10 Output-Neuronen, weil wir 10 Ziffern haben. Dann das neuronale Netzwerk hätte ich gerne mit einer Hiddenschicht. Es würde zur Not ja ohne Hiddenschicht gehen, aber mit ist es sehr viel effektiver. Also machen wir das. In Main habe ich noch nichts drin stehen. Ja, und dann legen wir los. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Konstruktor, also public mnist_nn. Der braucht keine weiteren Parameter. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal die einzelnen Elemente entsprechend realisieren. Also die Inputs, die Hidden Neuronen und die Outputs. Gut, was machen wir da? Wir beginnen idealerweise mit der Inputschicht, also for int i, hoppla, int i ist gleich 0, i ist kleiner als und jetzt gehen wir halt durch die Länge der Inputs, also inputs.length. Damit haben wir alle Input-Neuronen einmal durchiteriert und jetzt Inputs von i, also an der aktuellen Position, nn create Input-Neuron. Da brauchen wir ja keine Spezifizierung, was für Neuronen das sind, weil Inputs sind immer ganz normale Inputs und keine Working-Neuronen. Dann kümmern wir uns um die Hiddenschicht. Das heißt, wir holen jetzt erstmal die eine Hiddenschicht raus. Neuron Layer. Get Hidden Layers und da hole ich mir Get und zwar die an der Position 0. Wir haben ja nur eine und jetzt ja, erzeuge ich hier auch entsprechend die Layer. Und jetzt ist hier interessant, wie viel Neuronen ich in der Hidden Layer Schicht habe. Und das ist jetzt so ein bisschen ja, Rumprobiererei. Also das folgt jetzt keinem richtig vorhersagbaren Schema. Ich werde zum Thema Optimierung mit Sicherheit noch mal ein paar Sachen vorbereiten, aber jetzt gehen wir einfach mal von circa 100 Neuronen aus. Das sind einfach Erfahrungswerte, mit denen wir hier arbeiten und dementsprechend ja, partizipieren wir von diesen Erfahrungswerten, die auch nicht ich gemacht habe, sondern ganz andere. Und mit 100 kommen wir einigermaßen vernünftig hin. Wer möchte, kann das Ganze ja mal mit anderen Zahlen probieren. Vielleicht kann er die 100 noch weiter runterdrehen, weil je weniger wir haben, je weniger Hidden Neuronen, umso weniger müssen wir rechnen. Aber wir brauchen natürlich auch einen einigermaßen sicheren Response, sodass wir die Zahlen richtig erkennen. Und ja, das ist einfach so eine Abwägungssache. Also, wir gehen jetzt mal mit 100 Neuronen rein. Also for int i ist gleich 0, i ist kleiner als 100 und dann gehen wir da durch und zwar l.createNeuron und was für ein Type wir gehen mit Sigmoid rein. Also Worker Factory Sigmoid.
Welchen wir hier nehmen, ist auch wieder so ein bisschen Erfahrungssache. Mit der Relo müsste es wahrscheinlich ähnlich funktionieren, aber ich bleibe jetzt einfach mal beim guten alten Sigmoid und wer will, kann da auch ein bisschen rumspielen. So, die Output-Neuronen machen wir jetzt wieder wie die Input-Neuronen. For int i ist gleich 0, i ist kleiner. Und hier haben wir die Größe schon eben, genau wie bei den Inputs. Müssen wir da nicht rum überlegen. So, und im Gegensatz zu den Inputs müssen wir jetzt hier über die Factory wieder gehen. Outputs von i ist gleich create output neuron und hier worker. Und hier nehmen wir auch einen Sigmoid. Also beim Ausgang macht Sigmoid meistens Sinn, weil das eben normiert auf die Grenzen minus 1 bis, nicht minus 1, sondern 0 bis 1. So, jetzt machen wir ein Dense Mesh. Wir haben Null für die Weights, die wollen wir mit unseren Zufallswerten belegen. Und wir wollen Bias haben, also hier True. Hier machen wir einfach ein ganz billiges Try-Catch-Raum. Da tun wir nicht lang rum. Error-Handling wollen wir hier nicht weiter verfolgen. So, und damit haben wir jetzt erstmal unser neuronales Netz soweit vorbereitet. Was wir jetzt noch nicht haben, sind die Daten. Das heißt, wir müssen jetzt uns erstmal darum kümmern, dass wir die Daten auch laden. Da mache ich mir jetzt einfach eine kleine Methode, public void getData, die das machen soll. Und die rufen auch hier gleich beim Konstruktor auf, dass wir an die Daten rankommen. Ja, und hier haben wir ja unseren Loader geschrieben beim letzten Video, also Image Dataset Loader My. Und jetzt holen wir erstmal die Trainingsdaten. So, was brauchen wir jetzt hier? Den Pfad zu unseren Daten. Ich habe die jetzt einfach mal hier abgelegt unter temp nn und da haben wir jetzt auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Das sind die train images id x3 und das Ganze war unsigned byte. So, ich hoffe, ich habe das soweit alles richtig geschrieben. Das werden wir dann gleich sehen. Hier die Labels brauchen wir auch explizit, temp, nn, dann train labels.id x1 und auch ubyte. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Hier einen. Doppelter Backslash müsste eigentlich nehmen. Da ist er. Da habe ich einen falschen. So, jetzt. Gut. Den brauchen wir gleich nochmal. Und jetzt laden wir den ganzen Kram. Also digits ist gleich my trainings loader load dataset. Damit haben wir das. Der braucht noch einen try-catch. Wir könnten theoretisch auch eine Throws Declaration machen. Ja, machen wir es mal so. Wird es ein bisschen schlanker. Und hier nicht den Training, sondern Testloader. Und hier brauchen wir natürlich nicht die Train Image, sondern die Test Images. Und das war T10K, also 10.000 Testdaten. Und bei den Labels haben wir das genauso. So, und my halt digits test ist gleich my testloader load dataset. So, damit haben wir das und jetzt brauchen wir oben vermutlich noch ein try catch rundherum. Beziehungsweise, ja. So, gut, dann haben wir jetzt die Daten
Und jetzt können wir den aufrufen in unserer Main-Methode und können sagen, nist nn Damit haben wir das Ding erzeugt. Und ja, jetzt müssen wir es trainieren. Und da bauen wir uns auch wieder eine eigene Methode zum Trainieren. Ja, die soll jetzt so lange trainieren, bis wir ein gewisses Qualitätsmerkmal haben. Und dieses Qualitätsmerkmal war ja das Verhältnis zu korrekten zu inkorrekten Daten. Ja, das war ja, haben wir uns beim letzten Mal ja angeguckt, dass wir beim eigentlichen Testern später einen bekannten Output haben oder einen Erwartungswert vom Output haben und wir gucken dann einfach, ob unser neuronales Netz dann den Output auch wirklich so erzeugt und dann können wir vergleichen, können sagen, jo, er hat es richtig gesehen oder nein, er hat es nicht richtig gesehen. Und das heißt, wir wollen jetzt hier irgendwie so eine Maßeinheit für die richtigen oder für die Qualität unseres neuronalen Netzes haben. Und solange er unter dieser Qualität ist, soll er einfach weiter trainieren. Wir haben das bei den Gattern ja damals so gemacht, dass wir einfach ganz oft trainiert haben, weil wir so wenig Daten hatten. Hier ist es anders. Wir haben 60.000 Trainingsdatensätze. Das heißt, wir werden vermutlich nicht so häufig trainieren müssen und sehr viel früher eben zu einem sinnvollen Ergebnis kommen. Gut, dann machen wir das mal. Public Void und das nennen wir jetzt einfach mal doTrainNN. Und als Parameter sage ich jetzt mal correct. Also ein Schwellwert für die korrekten Prozentzahlen. Ja? Dann brauchen wir unseren Beta. Nachdem wir mit Sigmoid arbeiten, müsste das ein ganz guter Wert sein. Und jetzt sage ich einfach, weil solange dieser Threshold größer als ein Quality Level ist. Und diesen Quality Level, den muss ich mir jetzt auch erstmal wieder bauen. Und das mache ich jetzt einfach mit folgendem Public Double Test neuronales Netzwerk und Return. Ich mache jetzt erstmal einen Dummy-Wert her. Hier soll jetzt später dann das die Qualitätszahl rauslaufen. Das heißt, wir machen hier nicht irgendeine Qualität, sondern Test NN. So, also, ich sage jetzt einfach, ich gebe hier einen Parameter, wo ich sage, okay, ich möchte zu, was weiß ich, 90%, 95% eine Qualität haben, also 95% aller Zahlen sollen richtig erkannt werden. Und ich sage jetzt, solange diese geforderten 95% nicht von meinem eigentlichen Test verifiziert werden, teste weiter. Oder trainiere weiter korrekterweise. So, wir machen das Ganze jetzt. Wir wollen durch unsere Digits gehen. Dort sind ja die, Trainingsdaten drin. Also forint i ist gleich 0. I ist kleiner als digits.size. Da gehen wir jetzt durch. Wir hätten es auch mit der for each machen können, aber ist jetzt erstmal egal. Und jetzt sage ich... Sollen wir das so machen? Ja, machen wir es vielleicht mit einer For-Each-Schleife. Vielleicht ist das gescheiter. Dann sieht man es vielleicht besser. Und Digits. So, haben wir eine For-Each-Schleife. Und jetzt sage ich nn set input values. Und was setze ich? Current image get normed data. Wir haben extra diese Methode gemacht und jetzt ist hier wieder eine potenzielle Exception und das lassen wir einfach von der Methode rauswerfen. So, das heißt, ich habe jetzt die Input-Values gesetzt, habe meinen Forward-Pass gemacht und jetzt kann ich das Ding auch nochmal lernen lassen. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal durch und sagen, ich möchte jetzt an meinen Ausgang für das erwartete Label
den Wert 1 setzen. Ja, angenommen, wir haben das Bild mit der 4, dann möchte ich, dass an der Array-Position oder an dem Neuron mit der Nummer 4 die 1 anlegt und bei allen anderen die 0. Ja, ich möchte, dass nur die 4 auf den Wert 1 wird. Das wäre mein Optimalzustand. Das heißt, die Soll-Werte, ich übersetze es einfach mal so, man möge mir das verzeihen, ist gleich new double und zwar mit der Größe 10. Wir haben ja 10 Output-Neuronen. Und jetzt sage ich, should values an der Position, so und jetzt möchte ich genau an der Position, die mein Label anzeigt, also current image, get halt Label. So, an den Label möchte ich die 1 setzen. Ja? Das heißt, wenn jetzt in dem Label die Nummer 4 drin steht, wird an der vierten Stelle des Arrays die 1 gesetzt. Alle anderen sind ja in Java mit 0 initialisiert. Und jetzt kann ich sagen, Delta Learn, und zwar mit den Sollwerten und dem Beta. Das heißt jetzt, dass ich als allererstes tatsächlich mein neuronales Netz erstmal mit meinen Zufallszahlen teste und zu erwarten ist dann, dass wir ja, circa eine Fehlerquote von 90% haben. Das heißt, wir haben 10% der Labels richtig identifiziert, weil das ist einfach der Zufallswert bei einer Normalverteilung. So, jetzt kümmern wir uns um den Test. Ich sage jetzt einfach, ich habe die richtigen Werte und die falschen Werte, die zähle ich jetzt. Und jetzt sage ich for so, ich gehe jetzt durch meine Liste wieder durch, hole mir jedes einzelne mit einer for-each-Schleife und sage jetzt if Image und zwar das Label so ist gleich get guess, das ist ja die Methode, die wir vorhin besprochen haben, und zwar Image als Parameter. Hoppla. So. Hier brauchen wir wieder eine Throws. So, also nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Also ich habe jetzt hier mein aktuelles Image und dort hole ich das Label raus. Und bei getGuess gehe ich in das, übergebe ich einfach das current Image. Hier, ich setze die Input Values und gucke mir dann einfach nur die Highest Outputs aus, an. Ja? Und das gebe ich zurück. Und wenn das korrekt ist, also wenn das, was mir mein neuronales Netz an Guess rauswirft hier, wenn das genau das gleiche ist wie das Label, dann habe ich offensichtlich es korrekt ermittelt. Ansonsten ist es offensichtlich falsch. So. Und jetzt kann ich die Qualitätszahl ermitteln. Indem ich jetzt einfach sage, oder tun wir es vielleicht in eine Variable, dann können wir es nochmal ausgeben. Also double percentage ist gleich double correct durch die Gesamtzahl. So, das ist die Percentage, das heißt, das ist der Prozentsatz der richtig erkannten Labels. Und die gebe ich mal kurz aus und gebe sie zurück. So, damit haben wir im Prinzip alles soweit realisiert. Jetzt müssen wir nur noch unser Train aufrufen und ja, nn mnist nn do train und sagen wir mal 0,95. Also wir wollen 0,95% korrekt haben. Und hier müssen wir jetzt natürlich noch unseren try-catch reinbauen. Und damit wäre das jetzt soweit okay. Das heißt, wir lassen das jetzt mal laufen und gucken, was passiert.
So, wir haben jetzt hier genau 0, ja, also nicht genau, aber 0,1%, 10%, also 0,1 an richtig identifizierten Labels. Das ist soweit zu erwarten, weil diese erste Zahl haben wir ja rausbekommen oder haben wir ermittelt ohne ein Training. Das heißt, die reinen Zufallszahlen führen dazu, dass man eben zufällig 10% richtig rät bei 10 möglichen Ausgabewerten. Interessant ist, dass wir jetzt schon wieder 0,98, selbst nach dem ersten Trainingsschritt bekommen haben. Das heißt, irgendwas läuft jetzt hier schief in unserem neuronalen Netz. Wir bekommen sozusagen keine Verbesserung durch das Training. So, wir müssen uns jetzt mal überlegen, was ist hier passiert. Warten wir nochmal den dritten Lauf ab. Und ich erwarte, dass wir jetzt hier tatsächlich auch noch 0,98 haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal gucken, wie wir das Ganze fixen können, weil wir haben offensichtlich etwas übersehen. Und genau das gehen wir jetzt nochmal ganz strukturiert durch. Und zwar haben wir ein Problem bei der Initialisierung. So, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Pixel, ich habe jetzt hier nicht 28 mal 28, sondern etwas weniger, aber das ist erstmal egal, habe ich jetzt als Eingangswerte meines neuronalen Netzes und ich erwarte jetzt hier am Ausgang eben, dass das Output-Neuron 4 meinen höchsten Wert ermittelt. Das ist die Idee. Wenn wir es jetzt mal so anschauen und die wirklich mal untereinander legen, so würde das neuronale Netz es ja sehen, können wir schon mal zwei unterschiedliche Pixel unterscheiden. Und zwar einmal die Pixel mit den Werten 0. Die sind nicht das Problem, sondern die Pixelwerte mit dem Wert 1. Die sind ein Problem. Die führen jetzt zu diesem Fehlverhalten. Wie kommt das? Und zwar haben wir jetzt hier, ich glaube, 14 von diesen Eingangsneuronen auf dem Wert 1 gesetzt. Die sind, also gehen wir mal davon aus, diese 4 wäre jetzt komplett schwarz, dann wäre eben unser Byte-Wert tatsächlich 255 und das würde durch die Normierung auf den Wert 1 gesetzt werden. Und diese Werte würden jetzt zusammensummiert werden mit den Gewichten, die ja hier drin sind. Und die sind im Schnitt 0,5. Ja, also wir haben ja einen Zufallswert von unseren Gewichten reingebaut, der jetzt einfach eine zufällige Doppelzahl ist. Und wenn ich jetzt über meinen Zufallsgenerator eine zufällige Doppelzahl nehme, dann ist die zwischen 0 und 1 und im Schnitt ist es dann eben 0,5. Das heißt, die Summe, die ich hier habe, ist ca. 7,0. Für dieses Beispiel. Und in unserem realen Netz ist es noch höher, weil wir ja sehr viel mehr Pixel haben. So, und das führt jetzt dazu, dass in der Sigmoid-Funktion ich irgendwo da hinten lande. Das heißt, die Ableitung ist nahe Null. Das heißt, ich werde durch einen Lernzyklus nicht irgendwo in einen Bereich kommen, wo ich eben außerhalb des Plateaus bin. Das heißt, ich bin hier mitten im Plateau, dadurch, dass ich eben mein Summenergebnis so hoch habe. Das heißt, das muss ich jetzt irgendwie korrigieren. Die Gewichte werden ja hier im Do-Dance-Mesh initialisiert. Das heißt, an der Methode muss ich jetzt was ändern. Und zwar mache ich das so, dass ich jetzt einfach so einen Korrekturfaktor in die Signatur mit einbaue, der dafür da ist, die Gewichte um diesen Faktor irgendwie in irgendeiner Form zu reduzieren. Und das mache ich genau hier, dass ich jetzt einfach sage, jedes Gewicht, das ich jetzt aus meinem Next Double raushole, wird mit diesem Faktor multipliziert. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht mehr zwischen 0 und 1 das Gewicht, sondern zwischen 0 und diesem Faktor. Und wenn ich diesen Faktor auf 1 durch 28 mal 28 bin, dann bin ich zwar fast ein bisschen zu klein, aber auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Also ich bin ziemlich nahe an der 0. Und das heißt, selbst wenn alle Pixel schwarz wären, was nicht der Fall ist, aber wenn es so wäre, dann wäre ich mit meiner Gewichtung im Schnitt bei 0,5 in der Summe. Ja, weil ich eben 28 mal 28 Werte auf 1 habe. Die gewichte ich im Schnitt mit 0,5
Und wenn ich das Ganze jetzt durch 28 mal 28 teile, bin ich bei dem Eingangswert in meine Sigmoid-Funktion bei 0,5. Und da bin ich auf jeden Fall noch im Bereich, wo ich eine sinnvolle Ableitung habe. So, dadurch, dass wir das jetzt eingebaut haben, haben wir jetzt hier natürlich einen Fehler beim Aufruf. Und wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ja? Hier müssen wir jetzt genau das machen. Also 1,0 durch 28 mal 28. So, damit haben wir jetzt unseren Wert eben sauber. Und ja, jetzt lassen wir das nochmal laufen. Das erste Ergebnis ist jetzt interessanterweise schon ein bisschen besser, aber immer noch ungefähr bei 10%. Jetzt wird es spannend. Jetzt macht er gerade die Optimierung und versucht eben jetzt die Gewichte entsprechend des Lernalgorithmus anzupassen. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Wenn es zu lang dauert, werde ich das Video kurz unterbrechen, weil ihr müsst mir hier nicht beim Warten zugucken. Ah, jetzt sind wir schon bei 90%, also bei 89%. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich einen riesengroßen Sprung gemacht. Liegt aber natürlich daran, dass wir eigentlich 60.000 Iterationen gemacht haben. Wir haben 60.000 Trainingsdatensätze jetzt durchgenudelt und das hat jetzt eben dazu geführt, dass wir jetzt von unserer Qualität schon bei 89% sind. Im nächsten sind wir jetzt schon bei 92%. Das heißt, wir lernen jetzt nicht mehr so schnell, aber wir lernen immer noch. So, was heißt es jetzt nochmal? Wir haben jetzt also wir sind jetzt ungefähr bei 92%. Das heißt, 92% der 10.000 Testdatensätze werden richtig erkannt, obwohl sie noch nie durch dieses neuronale Netz durchgejagt wurden. Ja? So, wir steigen immer noch. Und ja, ich mache jetzt Folgendes: Ich halte jetzt das Video kurz an und zeige dann oder lasse es jetzt eben im Hintergrund noch ein bisschen laufen und dann schauen wir mal nach 10 Werten oder 10 Iterationen circa, was denn da an Qualität rausgekommen ist. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt tatsächlich die 95% Qualität erreicht. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, nach 6 Epochen, sagt man, sind wir jetzt tatsächlich so weit, dass wir unsere geforderten 95 Qualitätsprozent erreicht haben. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Also damit können wir jetzt schon mal uns auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben jetzt tatsächlich ein neuronales Netz geschaffen, das in der Lage ist, unbekannte Daten zu erkennen. Aber das reicht uns noch nicht. Ich will jetzt noch eine kleine Optimierungsmaßnahme vorstellen, mit der wir ja, die Geschwindigkeit der Optimierung noch ein bisschen nach oben treiben. Aber dazu müssen wir noch mal ein bisschen uns ja, strukturelle Gedanken machen. Und zwar möchte ich die Optimierung mit einem Trägheitsmoment oder Trägheit mal kurz durchgehen. Nachdem mir Trägheit so doof vorkommt, habe ich es einfach mal Schwung genannt. Und zwar, wir haben ja ein neuronales Netz und in diesem neuronalen Netz haben wir diverse Kanten drin. Und wenn wir uns hier mal diese Kante ansehen, dann passiert ja Folgendes. Wir geben einen Datensatz rein und sagen, wir ändern jetzt unser Gewicht um ein Delta. Ja, und dieses Delta wird aufgrund des Fehlers am Ausgang des Neurons, also dieses grauen Neurons, ermittelt. So, im nächsten Durchgang, also nicht Epoche, sondern im nächsten Datensatz, wird der Datensatz 2 wieder gerechnet. Dort haben wir jetzt beispielsweise ein Delta 2. Und so gehen wir Datensatz nach Datensatz durch. Und im Regelfall ist es so, dass die Daten ja ungefähr ähnlich sind. Ja? Die unterscheiden sich natürlich, aber für die meisten Eingangssignale, für die meisten Eingangssignale sind sie ähnlich. Als einfaches Beispiel, die oben links und unten rechts oder in den Ecken bei unseren Bildern ist immer weiß drin. Ja? Das heißt, die Gewichtung sind oder die Gewichtungsänderungen sind für die meisten Neuronen sehr ähnlich. Und wenn wir uns das anschauen, würde wahrscheinlich hier irgendwo ein Optimum drin liegen, weil wir einen sogenannten Trend haben.
Das heißt, dieser Trend, der zeichnet sich ab und wir können sozusagen, also wenn ich jetzt das Optimum nicht eingezeichnet hätte und irgendjemand gefragt hätte, hey, wo geht denn die Reise hin? Hätte irgendjemand gesagt, ja, irgendwo da oben muss irgendwas sein, wo die Kurve hin möchte. Und das ist für sehr viele Neuronen der Fall. Und genau das kann man sich jetzt zunutze machen. Sehen wir uns das mal in der Connection-Klasse an. Genau dort wird ja genau diese Gewichtsveränderung durchgeführt. Ich ergänze hier jetzt mal zwei Variablen. Das eine ist das Momentum, das ist dieser Schwung, dieses Trägheitsmoment. Und das soll eben genau diesen Trend widerspiegeln. Das heißt, dort möchte ich jetzt irgendwie den Wert anheben, wenn es nach oben geht oder gegen Minus irgendwas nehmen, wenn es nach unten geht. Jetzt brauche ich noch eine Dämpfung, die verhindert, dass wenn jetzt irgendwann mal, ich sag mal, die ersten 5000 Datensätze führen jetzt dazu, dass mein Element nach oben geht und irgendwann soll es wieder nach unten gehen oder quasi zum Optimum stagnieren. Und dafür braucht man eben irgendeine Dämpfung, damit das Ding eben nicht durch die Decke geht. Und das ist jetzt einfach eine Dämpfung um 10%. Und das bauen wir jetzt hier ein, die Methode MoveWeight. Das war ja genau das, wo wir eben das Gewicht basierend auf den Fehlern von außen oder in dieser Backpropagation entsprechend anpassen. So, das heißt, ich erhöhe dieses Momentum, also dieses Trägheitsmoment, um mein Delta, also um genau den Wert, um den ich mein Gewicht verschieben möchte. Jetzt kann man sagen, ja, dann mache ich es ja schon wieder doppelt. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Beta das Ganze eben wieder ein bisschen relativiert. Also ich erhöhe jetzt mein Momentum um das Delta und reduziere es auch gleich wieder um diese 90% oder um diese 10%, damit es eben nicht durch die Decke geht. So, und jetzt erhöhe ich mein Gewicht nicht nur um das Delta, sondern auch noch um diesen Schwung. Das heißt, wenn jetzt eben mehrere Deltas kommen, die genau in diese Richtung gehen, dann wird mein Gewicht eben noch schneller in diese Richtung eben weitergetragen werden. Das heißt, ich komme schneller an meinem Optimum an. Soweit der Gedanke. So, ich habe es jetzt mal eingebaut und ja, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Ich erwarte jetzt wieder im ersten Schritt meine 10% circa, je nach Zufallssituation. Und jetzt geht er durch seinen ersten Lernzyklus durch, eben mit den 60.000 Datensätzen. Und die Erwartungshaltung ist, dass wir jetzt eben über diesen 89% Qualitätsmerkmal kommen, und zwar schon nach dem ersten Lauf. Gucken wir uns das mal an. Warten wir noch ein bisschen. Ich hoffe, der dürfte jetzt relativ schnell durchgehen. Wenn nicht, halte ich das Video wieder an, wenn mein Rechner für euch zu langsam ist. Aber es geht ja erfahrungsgemäß trotz der hohen Datensatzanzahl relativ fix. So, das heißt, wir sind jetzt hier schon im ersten Durchgang bei 94% gelandet. Also sehr viel schneller als eben unser erster Durchlauf. Oder ohne dieses Momentum. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich ein Geschwindigkeitsplus verzeichnen können. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir vermutlich nach dem zweiten Lernzyklus dann tatsächlich schon über unsere 95% kommen und dann eigentlich ja, mit zwei Epochen unser neuronales Netz auf einem Qualitätslevel haben, das wir ja, für uns als ausreichend definiert haben. Warten wir noch kurz. Oder lässt er mich jetzt im Stich? Ja, genau. Also jetzt sind wir bei nicht ganz 96%. Das heißt, nach zwei Epochen sind wir jetzt tatsächlich so weit, dass wir das Ganze jetzt ja, nutzen können. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Ich werde jetzt ein Programm euch nochmal vorstellen, das ich geschrieben habe, mit denen wir ja, Elemente oder mit denen wir Zahlen selber eintragen können. Das wäre Number Input. Ich werde den ganzen Code dann noch ein bisschen kommentieren und dann auch mal hochladen und den Link dann unten im Video mal
ja, hinterlegen, dass ihr euch das 1:1 mal runterladen könnt. So, also dieses Ding nutzt genau dieses MNIST-NN eben auch. Und dann lassen wir das mal laufen. Das Ganze soll jetzt so laufen, dass wir hier Zahlen eingeben können mit der Maus. Ja, bisschen schief, egal. Und dann mit Check prüfen, was es denn sein soll. Das, was er jetzt hier errät, ist natürlich momentan noch falsch. Ganz einfach, weil wir unser neuronales Netz noch nicht trainiert haben. Ich habe jetzt die DoTrain-Geschichte auf 97% gesetzt. Also ein bisschen besser als in den letzten Prüfungen. Und jetzt gehe ich mal auf Learn. Das Programm habe ich jetzt nicht so gestaltet, dass dieses Learn auf dem eigenen Thread läuft, sondern die blockiert jetzt einfach die GUI, bis wir eben diese 70% erreicht, diese 97% erreicht haben. Wer will, kann das noch ein bisschen umbauen, aber für den Test soll das jetzt erstmal okay sein. Ich unterbreche das Video jetzt gerade wieder, weil das wird ein bisschen dauern, bis wir eben diese 97% erreicht haben. Und dann gucken wir mal, ob er unsere Eingaben sinnvoll erkennt. So, wir sind jetzt auf 97% und jetzt schauen wir mal, ob er die 3 richtig erkennt. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. 2 hat er auch. Schauen wir mal die 4. Hoppla. Ja, schauen wir nochmal, dass wir es ein bisschen mittiger machen. Okay. 5 hat er. 6 hat er. 7 ist spannend. Ja. Will er nicht. Okay. Ich muss jetzt hier dazu sagen, das ist ja, sind ja amerikanische Grafiken, das heißt auch amerikanische Schrift. Die Amis schreiben die 7 ja genau so, wie wir die 1 eigentlich schreiben. Und die 1 schreiben die Amerikaner so. Und deswegen, wir sind halt einfach nur auf den Datensatz angewiesen, den wir haben. Insofern gibt es bei der 1 und der 7 immer ein bisschen Probleme. Jetzt schauen wir noch die 8. Okay, und die 9, ups, naja, ja, funktioniert auch. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine relativ gute Erkennungsrate. Und jetzt hier noch einen kleinen Hinweis auf die Software. Streng genommen haben wir haben ja angefangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen zwei verschiedene Datenmengen. Einmal die Trainierdaten oder die Trainingsdaten und die Testdaten. Und streng genommen haben wir jetzt die dritte Datenmenge. Das sind sozusagen die Daten, mit denen wir dann tatsächlich arbeiten, die eben komplett neu erzeugt werden. Das ist das, was diese Software macht. Wie gesagt, ich werde das Ganze dann nochmal hochladen, dass ihr euch den Source Code einfach entsprechend holen könnt und selber ein bisschen rumspielen könnt. Wie gesagt, es ist jetzt nur eine Testsoftware zum Rumspielen, aber wir sehen daran schon einigermaßen, dass das Ganze durchaus funktioniert. Und vor dem Hintergrund, dass wir alles komplett selber programmiert haben, ist es schon bemerkenswert, dass wir mit ja, relativ einfachen Mitteln hier tatsächlich ein Selbstlernen oder ein lehrbares Programm geschrieben haben, dem wir sozusagen die Zeichen mitgeben können und wo wir das entsprechend auch wirklich mit der praktischen Anwendung belegen können, dass es funktioniert. So viel jetzt dazu. Also wir haben damit jetzt eigentlich das Programm so weit gebracht, dass wir damit arbeiten können. Das Supervised Learning ist aus meiner Sicht damit jetzt abgeschlossen, zumindest was die eigene Software angeht. Wir werden das Ganze nochmal in einer weiteren kompletten Videoreihe uns nochmal mit TensorFlow, wo eben ja Keras jetzt integriert ist, uns anschauen. Aber ich habe jetzt noch eine Sache, die ich in den Folgevideos jetzt in dieser ersten KI-Reihe unterbringen möchte. Das wird das nächste Video eben starten, und zwar das Unsupervised Learning. Da habe ich auch eine kleine Software geschrieben, die ich dann auch in GitHub da mal reinpacken werde.
wo wir uns mal ein paar Konzepte überlegen, wie wir das machen können, wenn wir eben keine Referenzdaten haben. Weil momentan haben wir ja Referenzdaten, wir haben Trainingsdaten, mit denen wir das Ganze eben in ja, die Gewichte eben korrigiert haben. Und ja, auch das ist, es gibt Situationen, wo das eben nicht immer der Fall ist, wo wir eben keine wirkliche Referenz haben. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal dann etwas genauer an. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann wird diese erste KI-Reihe erstmal zu Ende sein und ich werde dann in naher Zukunft eine zweite Reihe eben hochziehen, wo wir mit fertigen Bibliotheken arbeiten. Aber das ist noch nicht jetzt der Fall, da müssen wir noch ein bisschen warten. Also trotz allem bis dahin dranbleiben.